Der 22.02.2022. Ein ganz besonderes Datum, nämlich ein Palindrom. Palindrome sind Wörter, die man vorwärts wie rückwärts lesen kann. Zum Beispiel Anna. Oder auch das in dem Zusammenhang berühmte Wort Reliefpfeiler. Das man auch rückwärts genauso lesen kann. Das gilt natürlich auch für Zahlen wie 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 oder eben 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Kommen wir zu einer Aufgabe, zu einem Problem mit Palindromen, das wir auch in der Matheförderung genutzt haben, in der ich promoviert habe. Also hier auch nochmal die Erläuterung: Unter einem Palindrom versteht man eine Zahl, die sowohl vorwärts als auch rückwärts gelesen denselben Wert hat, zum Beispiel 2552. Ein Freund behauptet, dass alle Palindrome mit 4 Ziffern ohne Rest durch 11 teilbar seien. Hat er recht? Und Teil B, wie viele Palindrome mit 4 Ziffern gibt es? Jetzt das Video pausieren und es selber probieren. Wir fangen der Übersichtlichkeit halber mit Teil B an. Wie viele Palindrome mit 4 Ziffern gibt es eigentlich? Da kann man sich das jetzt so systematisch überlegen. Das sind Zahlen der Form A, B, B, A. A darf nicht 0 sein, aber zwischen 1 und 9 kommt alles in Frage. B darf auch 0 sein. Damit kommt man auf 90. Man kann das aber auch systematisch alles aufschreiben. Und die Erfahrung zeigt, dass ein typischer Fehler 100 ist, wenn man eben sagt, A und B können jeweils 10 Ziffern einnehmen. Aber wie gesagt, die führende 0 muss man ausschließen, zumindest wenn man vierziffrige Palindrome haben möchte. Jetzt kommen wir zur Frage, ob wirklich alle Palindrome mit 4 Ziffern ohne Rest durch 11 teilbar sind. Da kann man erstmal ausprobieren. 3773 funktioniert, 5115 funktioniert, 8008 funktioniert. Aber wenn ich alle 90 durchprobieren möchte, dann bin ich lange beschäftigt. Geht das auch anders? Geht das schneller? Klar, wer irgendwie seinen zahlentheoretischen Hintergrund gut kennt, weiß, dass eine Zahl durch 11 teilbar ist, wenn ihre alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist. Damit ist das sofort gelöst. Wir können uns noch eben veranschaulichen, warum diese Regel gilt. So eine vierziffrige Zahl mit den Ziffern A1, A2, A3, A4 kann ich eben zerlegen in 1000 mal A1, 100 mal A2, 10 mal A3 und 1 mal A4. Kann ich mir das hier leichter machen, wenn ich zum Beispiel weiß, 1001 ist durch 11 teilbar und diese 1001 kann ich schreiben als 1001 mal A1 minus 1 mal A1. Genauso weiß ich, dass 99 durch 11 teilbar ist und die 100 mal A2 drücke ich so aus. 99 noch einmal A2 plus einmal A2. Für die 10er, 10 mal A3 dasselbe, 11 mal A3 minus einmal A3 und für die 1er entsprechend. Hier nochmal farbig. Die grün markierten Teile kann ich jetzt weglassen. Da weiß ich, dass sie durch 11 teilbar sind. Für die Teilbarkeit durch 11 muss ich also nur noch diese violett markierten Zahlen betrachten, beziehungsweise Ziffern. Und da komme ich genau zur alternierenden Quersumme. Den Wert der Ziffer 1 ziehe ich ab, plus A2 minus A3 plus A4. Und wenn das Ganze durch 11 teilbar ist, also 0, 11, 22 oder auch minus 11, dann ist die gesamte Zahl durch 11 teilbar. Damit kann ich, wie gesagt, diese Aufgabe sofort lösen. Von den 5-Klässlerinnen und 5-Klässlern, die wir in der Förderung hatten, ist das aber sicherlich nicht zu erwarten. Welche Möglichkeit hatten die, daran zu gehen? Gut, was man da vielleicht wissen muss, hier nochmal ein bisschen formaler ausgedrückt, wenn ich weiß, meine Zahl A, in diesem Fall 11, teilt eine Zahl B und A teilt C, dann teilt A auch die Summe dieser Zahlen und beliebige Vielfache dieser Zahlen und Summen von Vielfachen dieser Zahlen. Damit kann man sich hier behelfen. Ich fange zum Beispiel mit der kleinsten vierstelligen Palindromzahl an, 1001, weiß ich nach, ist durch 11 teilbar und dann schaue ich mir den Übergang zur nächsten Zahl an. Das nächstgrößere vierstellige Palindrom ist 1111 und die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist genau 110. Und 110 ist ganz offensichtlich auch durch 11 teilbar. Damit, wenn ich also weiß, 1001 ist durch 11 teilbar und 110 ist durch 11 teilbar, dann auch die Summe 1111. Genauso das nächste Palindrom und das nächste und immer so weiter. Nochmal übersichtlich, hier am rechten Rand habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich kann also zwischen diesen Zahlen immer meinen Pfeil schreiben mit, es wird nur eine durch 11 teilbare Zahl, in diesem Fall 110, addiert. Und das heißt, alle weiteren Zahlen sind auch durch 11 teilbar. Und das kann ich hier natürlich überall genauso argumentieren.
Damit sind wir fast fertig. Ich muss nur noch wissen, ob auch wirklich alle Startzahlen meiner Reihen durch 11 teilbar sind. Und entweder dividiere ich jetzt 9 mal, also 1001 durch 11, 2002 durch 11, 3003 durch 11 und so weiter. Oder ich überlege mir, was ist eigentlich hier der Unterschied? Na gut, die Differenz dieser beiden Zahlen ist 1001. Davon habe ich gerade nachgewiesen, dass sie durch 11 teilbar ist. Und dann kommen wir mit derselben Regel dazu, dass auch hier jede Startzahl in den verschiedenen Reihen durch 11 teilbar ist. Und damit haben wir jetzt wirklich gezeigt, alle vierstelligen Palindrome sind durch 11 teilbar. Wie geht es weiter? Man kann natürlich sich überlegen, ob ganz ähnliche Aussagen gelten für Palindrome mit 6, 8 und 10 Ziffern. Bisschen anspruchsvoll wird das dann, wenn man sich überlegt, ob das auch für Palindrome geht mit 3, 5 oder 7 Ziffern, also mit einer ungeraden Anzahl. Falls das nicht geht, für welche geht es dann? Und an solchen Stellen ist natürlich diese alternierende Quersumme-Regel ganz hilfreich, um da zu argumentieren. Und man kann natürlich noch viele weitere Anschlussfragen finden, andere Teilbarkeiten betrachten und so weiter. Abschließend noch ein Internetfund zu der Zahl. Diese schöne Zahl 22022022 ist nicht nur ein Palindrom, sondern auch ein Ambigramm. Wer Dan Brown gelesen hat, weiß, worum es geht. Ich kann die Zahl auch auf den Kopf stellen und jetzt genauso lesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf diesem Kanal gibt es weitere Videos zu mathematischen Problemen, zur Mathematikdidaktik und zu wissenschaftlichen Vorträgen.